Lara hat ein großes Ziel. Sie möchte Profigolferin werden. Dafür trainiert sie jeden Tag. Meistens auf der Golfanlage in Frankfurt-Karlbach. Mit einem starken Willen und bei jedem Wetter auf dem Weg ins Profigeschäft. Ich spiele jetzt 11 Jahre Golf und es ist ja immer noch nicht mal die Hälfte, würde ich sagen. Also es gibt jedes Mal was Neues. Und es ist viel Arbeit, auch im Winter, und da muss man echt durch viele Sachen durchgehen. Aber das Talent fürs Golfen ist schnell klar. Schon mit 8 spielt sie bei den Jugendlichen. Es stapeln sich Pokale und Medaillen. Sie darf sogar mit Golflegende Bernhard Langer spielen. Heute ist Papa Ali beim Training mit dabei. Die Familie unterstützt und finanziert den Sport komplett in Eigeninitiative, bucht die Flüge, koordiniert die Trainingslager und Wettkämpfe ohne Unterstützung von einem Verband. Ich war immer schon die Kleine und musste mich alleine durchkämpfen. Und da ich auch eine besondere Beziehung mit meinen Eltern habe, nehme ich halt lieber die Unterstützung von vertrauten Personen. Und so geht es auch ganz gut. Nach einer sportärztlichen Untersuchung wird Laras Leben komplett durcheinandergewirbelt. Die Ärzte stellen eine schwere Skoliose fest, eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Lara muss seither ein Korsett tragen. Sie lebt mit dem Handicap? Macht das Beste daraus. Und natürlich ist es nicht einfach für ein junges Mädchen, so ein Korsett auch mal draußen zu tragen. Golf ist zwar eine einseitige Sportart, aber ich bekomme es wenig zu spüren wegen Schmerzen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar. Immer an ihrer Seite ist ein Maskottchen namens Jimmy. Seit letztem Jahr ist Lara mit der Schule fertig, machte ihren Realschulabschluss und konzentriert sich nur auf Golf. Und hat auch die Corona-Zeit sehr gut für sich nutzen können. Dadurch habe ich mich weiterentwickelt in vielen Sachen, in Ernährung, Kochen, alles, Golf auch. Also ich bin erwachsener geworden dadurch und nicht mal so kindlich. Ja. Ihr Trainer, David Rostron, ist 30 Jahre im Geschäft und sagt, Lara sei das größte Talent, das er jemals trainieren durfte. Dieses Jahr wird Lara das erste Mal die europäische Amateurtour spielen, bei den Frauen. Schritt für Schritt ins Profigeschäft.